Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Back to the Future. Ich begrüße euch. Ja, liebe Leute, falls ihr euch erinnert, bin ich hier die letzten zwei Parts ziemlich planlos und verwirrt durch die Gegend gelaufen und habe irgendwelche Knöpfchen gedrückt, ohne genau zu wissen, was ich hier machen muss. Ja, nichts Neues, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch die letzten zwei Parts nochmal im Video angesehen und ich glaube jetzt zu wissen, was ich ungefähr machen muss. Ich meine, uns war ja klar, dass wir eine Gedankenkarte erstellen müssen von Doc Brown, die zeigt, dass er nicht der Musterbürger ist, für den Edna ihn hält. Ja, ich dachte allerdings, viel zu kompliziert, denn ich dachte, dass hier bei dieser Diawand, bei den Bildern, die erscheinen, dass entweder immer eine negative oder immer eine positive Assoziation von Doc gebraucht wird. Das ist aber Blödsinn, glaube ich, mittlerweile. Sondern es ist, glaube ich, so, das hoffe ich auch, sonst weiß ich hier überhaupt nicht mehr weiter, dass Doc immer das Gegenteil von dem assoziieren soll, was er normalerweise assoziieren würde. Das heißt, ja, also zu eurer Erklärung, weil ihr seid jetzt wahrscheinlich genauso verwirrt wie ich. Wenn wir hier diesen Gedankentest starten, dann haben wir als erstes die Edna Strickland. Mit der verbindet Doc natürlich positive Gefühle, weil er ist ja verknallt in diesen alten Drachen. Und wir müssen es wahrscheinlich so drehen, dass er bei diesem Bild von Edna negative Gedanken hat. Ja, und wie wir das schaffen, das haben wir in den letzten zwei Parts zu Genüge gesehen. Zum einen, wenn wir hier dieses Aquarium öffnen, das Ventil, um die Gerüche freizusetzen, die jetzt nicht wirklich positiv sind für Doc. Weil das stinkt und das werden wir jetzt auch machen. Von daher genug gelabert. Ja, weiter geht's mit Back to the Future. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, jetzt hat er schon mal einen negativen Gedanken. Dann versetzen wir ihm noch einen Stromschlag. Und auch uns, aber das ist egal. Im Dienste der Wissenschaft. So, und jetzt, wenn ich jetzt hier diesen Gedankentest starte, dann sollte eigentlich. Moment, warum sind die Gerüche jetzt schon wieder weg? Oder muss ich doch erst das Tier einschalten? Das ist es, was ich nicht weiß jetzt im Moment, muss ich ehrlich sagen. Ja, es bleibt rot, es bleibt rot, das ist auch gut so. Okay, ich muss scheinbar doch wirklich erst dieses Tier. Ich muss erst das Tier einschalten. Stupido. Dieser Knopf Ach funktioniert nur, wenn er den. ja, natürlich. Ich muss erst den Schalter umlegen hier. So. Ja, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich am Ventil drehen und ihm einen Stromschlag versetzen. Und beim nächsten Bild, also dann wisst ihr auch wahrscheinlich, was ich meine. Weil das nächste Bild war John Wilkes Booth. Und Booth war ja der Mörder von. Na? Sagt's mir? Hier, Typ mit Zylinder. Amerikanischer. Na? Verdammt nochmal! Lincoln! Abraham Lincoln, genau. Und normalerweise würde er wahrscheinlich nicht positive Gefühle einem Mörder gegenüber hegen und wir sollen es wahrscheinlich so gestalten, dass er eben positive Gefühle hat. Und das schaffen wir mit dem Plattenspieler und mit diesem Eintopf. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt hier nicht falsch liege mit dem Gedanken. Wechseln wir mal. Oh, ich hätte wahrscheinlich das Ding wieder ändern müssen, oder? Ich hätte. Ich glaube, ich mache das schon wieder falsch hier. Gott, ich hasse dieses Rätsel. Naja, hier stinkt es auch so schon genug. Achso, ich kann das gar nicht abstellen. Ja, dann muss ich ihn jetzt doch auf positive Gedanken bringen mit dem Eintopf. Das riecht schon besser. Jetzt geht es wahrscheinlich auf Gelb. Und jetzt noch den Plattenspieler. Genau, das ist grün. Und jetzt werden wir das Tier wechseln. Jetzt müsste Officer Parker, glaube ich, kommen. Habe ich im Video noch gesehen, also im letzten Part.
Und mit dem würde er normalerweise sympathisieren, weil hier gesetzestreu und so. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder hier dafür sorgen, damit es stinkt und kitzelt, also hier elektrisiert. Ich hoffe, das funktioniert wirklich so. So, dann werden wir ihm jetzt noch einen Stromschlag versetzen. Au! Emmets Erfindung weist ihn also als Musterbürger aus? Das werden wir ja noch sehen. Mhm. Nicht anfassen! Ah, okay, ich dachte, ich muss das jetzt ausstellen. So, jetzt ist es auf Rot. Genauso sollte es eigentlich sein. Ja, genau, es zeichnet auch rot auf. Wer war das nochmal? Ah, Tennen. Tennen war das. Ja, mit Tennen würde er normalerweise nicht sympathisieren. Das heißt, wir müssen ihn jetzt dazu bringen, dass er sympathisiert. Und das machen wir jetzt mit dem Eintopf wieder. Genau, jetzt ist es grün. Dann wechseln wir jetzt das Tier. Oh, ich hoffe, dass... Gott, ist das nervig. So. Was haben wir jetzt hier? Das kleine Kind, glaube ich, oder? Also, kleines, unschuldiges Kind. Genau. Und damit soll er jetzt... Gut, das wird zwar jetzt wieder auf grün springen, aber wir wissen ja, womit es rot wird. Und zwar hier mit dem Ventil. Und wieder mit einem Stromschlag. Business as usual. Und ja, hier der Stromschlag. Ja, jetzt ist es wieder rot, genau. Aber warum kann ich den Plattenspieler jetzt nicht mehr ausstellen? Nicht anfassen! Ja, ich hoffe, das reicht. Ach, wisst ihr, vorsichtshalber nochmal hier einen Stromschlag. Man kann ja nicht wissen. Au. So, ja, bleib schön rot. Bleib rot. Stinkt das noch hier? Ja, das stinkt noch. Gut. Dann ändern wir das Tier wieder. Da müsste jetzt eigentlich Trixie kommen, glaube ich, ne? Genau, und bei Trixie soll er ja natürlich eigentlich einen... positiven Gedanken haben. Also eigentlich hätte er wahrscheinlich einen negativen, aber er soll jetzt natürlich einen positiven haben. Oh Gott, ist das... Mhm. Gut, das ist jetzt auf Gelb. Das heißt, hier mit dem Eintopf wieder den Geruch wieder wegkriegen hier, den stinkenden. So, jetzt läuft der Plattenspieler, der Eintopfgeruch sollte jetzt eigentlich passen. So, bitte funktioniert, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf den... Oh. Hey Emmett, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Gedankentest nicht. Ach, der Schalter hat ständig Kurzschlüsse. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Ich schätze, ich probiere es aus und hoffe aufs Beste. Oh, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Oh, Leute. Endlich. Wir gucken mal. Jetzt müsste er eigentlich irgendwo ganz unten sein. Oh, ja. Ja. Bingo. Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jawohl. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. Ja, tut mir leid, Doc, aber das muss sein. Ist nur zu deinem Besten. Oh, endlich ging mir das auf den Senkel. Hier, jugendfrei bleiben und so. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt unbemerkt austauschen können. Okay, Emmett, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey! Was?
Ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmett auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. Ich konzentriere mich besser darauf, Emmett als untreu und schlampig darzustellen. Gut. Ja, und liebe Leute, mir kam auch noch ein Gedanke, nachdem ich, wie gesagt, meine eigenen Aufnahmen nochmal gesehen habe. Und zwar, könnt ihr euch erinnern, wir haben hier doch eine Ölkanne gefunden oder eine Öldose. Und ich wollte schon diesen Eintopf hier ein bisschen würzen damit, was natürlich Blödsinn wäre, also im Nachhinein. Und zwar habe ich jetzt eine ganz andere Idee. Ja, er hat ja, also Doc hat hier diesen wunderschönen weißen Anzug von Edna bekommen, beziehungsweise ich glaube von ihrem Vater war der Anzug, ne? Und ja, sie liebt es ja, dass Emmett so reinlich ist, wie eine Katze quasi, ne? Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal diese Ölkanne oder diese Öldose auf Emmets schönen weißen Anzug zu kippen. Mal gucken, ob das funktionieren könnte. Hey Emmett, ich hab... Wow. Ups. Was zur Hölle? Oh nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch! Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen Null tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Hä? Huch. Oh shit. Was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmett, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott, nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmett? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Ach, Großvater, okay. Ja, ist natürlich schlecht jetzt. Was können wir hier... können wir denn den Reiniger irgendwie... Reinigungsdusche, können wir die verwenden? Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Nein, aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche. Aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. Ich glaube, die nehmen wir mal mit, wa? Was zur Hölle ist das? Was? Wie oft das auch funktioniert. Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. eine Tarantel. Kann ich den jetzt nochmal einsprühen hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich sollte es noch behalten. Vielleicht muss ich noch was reinigen. Wenn das Zeug ein paar Stunden älter wäre, könnte ich Emmets Anzug damit auflösen. Ein paar Stunden älter? Ja, soll ich hier mit dem DeLorean... Ich bin schon wieder etwas ratlos, aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier mal das verrichtet, was wir verrichten sollten. Deshalb gehen wir mal raus hier. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerät über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmett, nein. Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt gleich. Nein. Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Gern geschehen. Ah, shit. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Deshalb, ja, wie gesagt, ich glaube, hier haben wir jetzt auch nichts mehr zu tun. Ich bin mir zwar gerade nicht ganz sicher. Aber da wir den Reiniger auch nicht mehr einsetzen können und sonst haben wir auch nichts, oder?
Kann ich den nochmal besprühen? Bewerfen hier? Emmett? Was? Auf deiner Jacke ist ein kleiner. Oh, keine Sorge. Mhm. Vielleicht müssen wir das jetzt 12 Stunden lang machen. Habt ihr Zeit? Also ich? Eigentlich schon. nee, das kann nicht sein. Das macht keinen Sinn eigentlich. Gut, dann gehen wir hey, mal raus Emmett, hier. Ich muss für eine Weile raus. Ich dachte, Edna hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon. Ah, das Spiel hängt mal wieder kurz. Ah, okay. So, was steht denn jetzt eigentlich noch auf dem Plan? Was haben wir jetzt hier mitgenommen? Die Fotos, ne? Genau. Das Fotoalbum. Wir brauchen aber immer noch, was brauchen wir noch? Wir brauchen immer noch für Trixie einen Diamanten und einen Pelz. Genau. Also wo wir das kriegen sollen, ist mir echt ein Rätsel. Wir geben hier jetzt erstmal das Fotoalbum. Falls sie noch irgendwo rumsteht hier. Ja, ja. Hi Trixie. Oh, hey Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Nein. Die Pelze, den Diamanten Nein. und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Ja, Trixie, du gefällst mir. Aber ich, wie gesagt, ich kann dir jetzt schon mal... Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow, sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreife mich nicht an Kindern, Kleiner. Was ist mit den Pelzen und dem Diamanten? Ich bringe sie Ihnen. Ja, würde ich sehr gerne. Ich weiß noch nicht, woher ich das kriegen soll. Aber ich würde sagen, liebe Leute, darum kümmern wir uns das nächste Mal. Oder das sehen wir uns beim nächsten Mal. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Nein. Naja. Ach ja. Okay, ja, ich sollte hier nicht stehen bleiben, ich merke schon. Sonst fängt dieses Gespräch immer wieder an. Ich werde jetzt nochmal mit Artie sprechen, komm. Wo ist denn Edna? Hey, Artie. Hey, Mr. Sonderagent. Wie läuft die Geheimmission? Wenn alles genauso läuft wie geplant, sollte in Kürze alles erledigt sein. Wenn ich meine Rolle spielen soll, ich höre aufs Wort. Sie sind also bei der Expo für die Anmeldung zuständig? Und Chefbuchhalter und Zahlmeister. Sie bringen's zu was. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich nicht auf die Vorladung reagiert. Mhm. Haben Sie Sylvia schon getroffen, ja. Sie haben Grandma, ich meine Sylvia, noch nicht getroffen, oder? Meine Kontaktperson? Noch nicht. Ist er oder sie auf der Expo? Ich glaube nicht und ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine sie. Ja, ich meine, Sylvia, ja, das ging doch nach einer Dame, ne? Warum mussten Sie Trixie feuern? Glauben Sie, das wollte ich? Es ist verboten, wissentlich eine Kanadierin zu engagieren. Ich will nicht wieder Probleme mit dem Gesetz. Mhm. Okay. Halten Sie die Augen nach Sylvia offen, ja. Halten Sie nach Sylvia Ausschau. Was soll ich tun, wenn ich sie treffe? Lassen Sie einfach der Natur ihren Lauf. Genau. Ich schätze, für Tennant zu arbeiten fehlt Ihnen nicht. Nein, Sir. Ich weiß nicht, wie ich jemals an so einen brutalen, gefährlichen Gangster geraten bin. Und dann noch unbezahlte Überstunden. Wie macht sich die Expo? Glauben Sie, die Hill Valley Expo wird ein Erfolg? Was spricht dagegen? Warum sollte Kalifornien nicht sein eigenes Technologiezentrum haben? Hm. Gut. Dann haben wir von dir auch... Machen Sie nur so weiter, Grandpa. Großvater? Das ist unser Codename für Sie. Oh, ha, witzig. Gut, ja. So, liebe Leute, dann werde ich jetzt hier mal einen Cut machen. Wir gucken uns das nächste Mal nach den fehlenden Requisiten um, wobei wir eigentlich nur hier suchen können, weil ganz ehrlich,
In Emmett Browns Labor war nichts zu sehen, was einem Diamanten geähnelt hätte oder auch einem Pelz. Von daher, ja, es muss irgendwo hier sein. Wir werden mit dem Typen das nächste Mal nochmal sprechen. Vielleicht hat der uns was Neues zu sagen. Und ja, damit würde ich sagen, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in diesem Part. Endlich haben wir dieses verdammte komische Gedankenkartenlese-Dingens-Rätsel hier rum. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt Let's Play Back to the Future. Und bis dahin wünsche ich euch, ihr wisst es, einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut. Ciao, ciao.